Seit 20 Länderspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es im Halbfinale der Europameisterschaft 2016. Der Gegner Frankreich, das Team, gegen das die DFB-Elf zum Jahresabschluss noch einmal testet. Ein normales Wiedersehen, mehr aber auch nicht. Für mich ist aber jetzt gegen Frankreich nicht unbedingt eine Revanche, weil Revanche gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil wir haben das Spiel ja irgendwie damals verloren, kann man auch nicht mehr zurückholen. Das ist, glaube ich, für beide Mannschaften werden sicherlich ihre Möglichkeiten so ein bisschen auch ausschöpfen werden, testen. Frankreich wird jetzt möglicherweise auch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Ja. Also sie werden wahrscheinlich auch einige Wechsel, glaube ich, vornehmen. Bei beiden Teams setzt sich die Experimentierphase fort. Ich glaube, dass Frankreich gerade in der Offensive, wirklich auch in der Breite, eine unglaubliche Qualität besitzen, dass sie ihre Spieler vielleicht sogar wirklich auch austauschen können und man findet immer noch Weltklasse in den vordersten Reihen. Das Spiel gegen die Equipe Tricolore, ein weiterer Härtetest auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Russland. Der DFB sucht ja auch mit Absicht dann solch hochkarätige Gegner aus, um eben gut zu testen, qualitativ hochwertig zu testen, und das bringt eben dann auch nur was, wenn wir das auch so angehen und nicht sagen, das ist ein Testspiel, ist wurscht. Nur dann bringt uns der Vergleich auf dem Niveau eben auch was und uns auch weiter. Von daher gehen wir schon natürlich so rein, als wenn es ein Pflichtspiel ist, was wir gewinnen wollen. Erkenntnisse sind wichtiger als Ergebnisse, sagt Joachim Löw. Für die endgültige Kadernominierung ist das Duell gegen den Vize-Europameister die drittletzte Bewährungsprobe. Der Idealfall ist es ja nun mal, wenn der Bundestrainer im nächsten Jahr ein großes Problem hat, indem er Kader oder dann am Ende eine Mannschaft aufstellen muss. Und da können wir wirklich froh sein, dass wir da definitiv gute Alternativen haben und wirklich ein Gerüst von 30, 40 Spielern, die, glaube ich, problemlos zur WM fahren können.